Liebe Wanderfreunde, ich begrüße euch recht herzlich aus Zwingenberg. Wir stehen hier am Blütenweg und zwar an genau der Stelle, an der wir das letzte Mal aufgehört haben und wollen heute einfach ein wenig weiterlaufen. Es geht jetzt hier also nach rechts. Die Station auf der linken Seite, die haben wir schon alle abgefrühstückt, sind in Zwingenberg gelandet und jetzt laufen wir weiter Richtung Süden nach Bensheim-Auerbach, nach Bensheim und so weiter. Los geht's. Heute habe ich nicht so viel Zeit wie das letzte Mal und auch aus gesundheitlichen Gründen ist es für mich besser, jetzt nur ein wenig weiter zu laufen. Bensheim-Auerbach wäre die nächste Bahnstation, dann Bensheim die übernächste. Ich denke, weiter wird es nicht werden. Aber was sehen wir hier? Können wir direkt noch mal innehalten. Hier ist nämlich der Startpunkt des Qualitätswanderweges Nibelungensteig. Ja. Der startet hier in Zwingenberg ganz nah an der Stelle, an der wir eben waren und geht nicht Richtung Norden oder Süden wie der Blütenweg, sondern geht Richtung Osten in den Odenwald rein. Man läuft hier erstmal hoch auf den Mellibokus und dann zum Felsenmeer und so weiter. Richtig coole und auch sehr anspruchsvolle Wanderung. Ihr seht es von weit über 100 Kilometern. 125 Kilometer steht hier. Also hier auch das N für den Nibelungensteig. Das Markierungszeichen ist dann halt dieses rote N hier unten. Ihr seht es auch hier auf dem Baum. Also da kraxelt man hier direkt hoch. Der hat richtig viele Höhenmeter. Das ist aber nicht heute auf dem Programm. Vielleicht irgendwann ein anderes Mal, wenn es bei mir auch gesundheitlich klappen könnte. Wir laufen jetzt aber ganz locker den Blütenweg weiter. Der hat nicht so viele Höhenmeter. Jetzt geht er also hier ein bisschen lang. Ihr seht, die Steigung hier ist wesentlich geringer als das, was wir hier zu sehen bekommen. Der Blütenweg, der ist ganz gechillt, sage ich mal, in der Hinsicht. Ja. Das war auch nicht so anspruchsvoll von den Höhenmetern, was wir da das letzte Mal haben zurücklegen müssen. Ja, wir sind jetzt in Zwingenberg, wir haben es schon ein paar Mal gesehen und gehört. Südlich von Zwingenberg haben wir Bensheim-Auerbach. Das ist ein Stadtteil der Stadt Bensheim mit eigenem Bahnhof. Da kann man also, wenn es uns nicht so gut geht, könnte man da direkt wieder Stopp machen. Aber schön wäre, wenn wir noch eine Station weitergehen. Guten Morgen. Ja. Eine Station weiter hieße dann tatsächlich Bensheim. Also nicht nur Bensheim-Auerbach, ein Stadtteil von Bensheim, sondern tatsächlich Main City. Hat dann auch eine Bahnstation. Das ist also recht praktisch, auch hier in Zwingenberg. Deswegen haben wir hier auch die letzten Tour halt gemacht, weil es hier die erste Möglichkeit wieder war, ganz gut mit der Bahn wegzukommen und genauso gut natürlich auch hinzukommen. Ja, Hunde bitte anleinen, Entschuldigung. Ja, schön, dass es hier direkt wieder so ein bisschen in die Natur geht. Was wollte ich hier noch erwähnen? Ach so, genau, WLW, die Weinlagenwanderung, die scheint also, wir haben es auch beim letzten Mal so ab Alsbach gesehen, dass die Weinlagenwanderung doch ausgeschildert ist. Ja, das spricht dafür, sie auch mal durchzuführen. Wäre natürlich schön, wenn sie sich ein bisschen vom Blütenweg absondern würde, damit man nicht exakt dasselbe nochmal läuft. Ja, Leute. Also ich finde es hier recht schön. Wir haben zwar die falsche Jahreszeit für den Blütenweg, wenn man sich da mehr auf die Blüten konzentrieren möchte. Das sollte man vielleicht im Frühling machen. Wer weiß, was das nächste Jahr so bringen mag.
Vielleicht läufe ich da den Blütenweg einfach nochmal, vielleicht dann andersrum oder sowas zur Abwechslung. Im Frühjahr, wenn es schon blüht. Mal sehen. Ziel für dieses Jahr, also nicht festgeschriebenes Ziel, man muss immer gucken, was so möglich ist, aus gesundheitlichen, aus zeitlichen, terminlichen Gründen und so weiter. Aber cool wäre, wenn ich den Blütenweg noch innerhalb dieser 9-Euro-Ticket-Periode beenden könnte, dann wäre es nämlich kostengünstig für mich. Wir haben jetzt noch Ende Juli, das heißt, ich habe noch einen Monat. Das ist, klingt erstmal machbar, muss man mal sehen, wie es dann konkret wird. Hui, da sind wir doch. Also, kam mir gar nicht so vor, dass wir hier so schon so hoch sind, ja? Also da hinten sieht man die Autobahn. Davor sind die Bahnschienen, da komme ich her. Ich bin also auch, bevor das Video gestartet hat, schon ein bisschen nach oben marschiert, um wieder zu der Ausgangsstelle zu kommen. Hui, da haben wir es uns jetzt in wenigen Minuten doch schon ordentlich hochgeschraubt. Habe ich gar nicht so gemerkt. Also ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber ich dachte, das ist ja nichts gegen den Nibelungensteig. Und damit werde ich wohl auch recht haben. Ja, hübsch. Das gefällt mir. Ach, ich glaube, jetzt habe ich euch den Ausblick gezeigt über die Kamera, aber habe mit meinem Handy kein Foto gemacht. Jetzt laufe ich nicht zurück, um das nachzuholen, sondern hoffe einfach darauf, dass wir gleich nochmal was bekommen. Boah, das ist jetzt nicht ganz so toll. Aber machen wir mal hier ein Foto. Kann man sich auch nach oben verziehen. Oder auch hier. Ja, für mich ist jetzt die letzte Blütenweg-Etappe gerade mal 2 Tage her. Das war vorgestern. Ich weiß nicht, wie ich das Video hochladen werde. Ich hatte dann, ihr habt es ja am Ende mitbekommen, beim Laufen nicht so große Probleme mit dem Knie, aber sobald ich in die Hocke bin, richtig krasse Schmerzen. Das hat sich dann noch durch den Nachmittag gezogen und am Folgetag, also gestern, war das schon wesentlich besser, so dass ich gestern Abend auch mal versucht habe, mal eine Viertelstunde, um zu gucken, ob das geht, so ein bisschen Fahrrad zu fahren. Das hat geklappt. Beim Fahrradfahren hat man ja auch diesen Zustand, dass das Knie ständig so ein bisschen gebeugt ist. Jede Umdrehung und so ein bisschen auch belastet werden muss, um wieder vorwärts zu treten. Das hat interessanterweise geklappt. Das hätte nach der Blütenwegwanderung von den Schmerzen überhaupt nicht hergeklappt. Hallo. Von daher, als gestern Abend das mit dem Fahrradfahren klappte. Hallo. Da habe ich mir gedacht, probierst du es heute mal, heute Morgen. Mal noch ein bisschen weiter zu laufen. Scheint ja irgendwie dann in letzter Zeit die Probleme kommen, aber scheint auch recht schnell wieder zu gehen. Jetzt wollen wir es heute nicht überreizen. Einmal habe ich gesagt, ist der zeitliche Rahmen bei mir heute nicht so gegeben. So eine Tour, also sonst würde man vielleicht bis Heppenheim oder Lautenbach laufen. Zeitlich ist das nicht so drin und ich glaube von meinem Knie her auch nicht. Deswegen die Idee. Mal gucken, wie es in Bensheim-Auerbach ist. Und wenn das ganz gut aussieht, dann mache ich noch weiter bis Bensheim und dann ist auch der zeitliche Rahmen erschöpft. Und wahrscheinlich geht es dann meinem Knie auch wieder. Ach, Moment. Haben wir jetzt ein bisschen aufgepasst hier, wo wir jetzt langlaufen. Ja, hier steht Blütenweg rechts. Also ich vermute mal, wir gehen jetzt hier hoch. Schauen wir mal kurz, was mein Handy sagt. Ja, das sieht das genauso.
hier so ein Bauzaun. Was ist die Idee dahinter, dass man hier nicht auf Privatgrundstück geht oder was? Also schon schön, wie man hier in die Rheinebene sehen kann. Und da hinten die Autobahn. Ich habe ja auch eben schon mal erwähnt, dass man die Autobahn sieht. Für diejenigen, die hier nicht so ganz ortskundig sind, das ist die A5. Ja. Die läuft hier auch parallel zur Bergstraße, zur B3, nur ein bisschen weiter westlich. So. Machen wir hier doch noch mal ein paar Fotos. Und hier sieht man jetzt auch Weinanbau. Ne? Apropos Wein, der Blütenweg führt auch nach Weinheim. Ja. Den werden wir dann, Weinheim werden wir heute natürlich nicht sehen. Ich glaube auch in der nächsten Etappe schaffen wir das dann noch nicht. Aber in der übernächsten, da sollten wir dann nach Weinheim kommen. Jetzt ist also erstmal das Ziel Auerbach. Achtung, Grundstück wird 24 Stunden Video überwacht. Herzlichen Glückwunsch. Das erinnert so ein bisschen an meinen Kanal, ne? Schritt für Schritt ohne Schnitt. Meine Wanderungen werden auch über 24 Stunden Video überwacht. Ich glaube, ich habe schon mehr als 24. Habe ich schon mehr als 24 Stunden auf meinem Kanal? Ja, möchte ich schon haben. Ne? Ich habe schon jetzt die 100 Kilometer, die habe ich jetzt neulich überschritten. Und das war noch vor dem Blütenweg. Und mit dem Blütenweg bin ich ja jetzt auch schon ein Stückchen gelaufen. Und mein Durchschnittstempo ist nicht so schnell, dass ich das in unter 24 Stunden geschafft hätte. Also wenn man berücksichtigt, dass es ja schon so 115 sein dürften. Was sehen wir hier? Weinleerfahrt. Jahresablauf im Weinberg 1. Mit dem Rebschnitt im Februar. Warte, ich mache kurz ein Foto. Könnt ihr das gut lesen? Muss ich die Kamera vielleicht noch ein bisschen runter. Mit dem Rebschnitt im Februar beginnt das Arbeitsjahr des Winzers. Der spezifische Rückschnitt, nicht Rückschritt, sondern Rückschnitt, hat Einfluss mit SZ, das ist noch alte Rechtschreibung, auf Ertrag und Qualität. Im März werden die Bogreben im Drahtrahmen eingebunden, im Mai die Wildtriebe entfernt und die Fruchttriebe gleichmäßig. Hier auch, gut, das trennt man glaube ich auch nach der neuen Rechtschreibung so, oder? Wird nämlich eigentlich mit SZ geschrieben, verteilt. Also gleichmäßig wurde auch nach der alten Rechtschreibung mit SZ geschrieben, aber beim Trennen macht man wohl SS, um den Wuchs der Jungtriebe zu fördern. Während der Vegetation wird die Begründung gemulcht und der nötige Pflanzenschutz durchgeführt. Super Sache. Ich hoffe, das habt ihr auch in diesem Jahr ordentlich gemacht, ihr lieben Winzer, damit wir schönen Wein trinken können. Und was wir hier sehen, ich wollte es gerade erwähnen, ich wollte gerade sagen, wir laufen jetzt nach Auerbach und die Hauptattraktion Auerbachs ist ja sicherlich das Auerbacher Schloss. Und hier können wir es schon sehen, das Auerbacher Schloss selbst werden wir aber natürlich nicht erklimmen. Das ist nicht die Idee des Blütenwegs, das ist die Idee des Burgensteigs. Ja? Das haben wir ja schon beim letzten Mal diskutiert, dass der Burgensteig der große Bruder des Blütenwegs ist. Die laufen beide von hier die Bergstraße lang, von Nord nach Süd. Der Burgensteig hingegen, der sagt sich, wir entfernen uns gerne immer mal ein bisschen weiter von der Bergstraße, um die ganzen Burgen, die wir unterwegs so antreffen, zu erklimmen. Und der Blütenweg sagt, nein danke, wir bleiben unten recht nah an der Bergstraße. Aber trotzdem dürfen wir das Auerbacher Schloss natürlich sehen von der Ferne, wie gerade. Nur besteigen dürfen wir es heute nicht. Ja, wenn wir es bis nach Bensheim schaffen, dann kommen wir da am Ende auch mal noch mal lang
werden wir einen kleinen oder einen Punkt wieder erkennen, den wir vom Kirchbergweg schon kennen. Ja, das hier ist also, das ist doch eine richtig schöne Aussicht. Hier mache ich mal ein paar Fotos. Also ich kann das auch geringfügig erklären, was wir hier sehen. Zu unserer Rechten, das ist Zwingenberg. Das haben wir jetzt schon im Prinzip hinter uns gelassen. Wir sind schon, sagen wir mal, zwischen Zwingenberg und Auerbach. Also das ist dieser Teil hier. Gut, das gehört auch noch zu Zwingenberg, aber das ist nicht mehr viel. Und dann hier, das ist schon Auerbach, was wir dort sehen. Und hinten dann natürlich Bensheim. Und ja, kann natürlich noch weiter in die Ferne gucken. Da könnte ich jetzt auch noch ein paar Tipps abgeben, was die einzelnen Ortschaften so sind. Aber hätte bestimmt auch ein paar Fehler dabei, von daher lassen wir das. Gucke ich noch mal kurz auf mein Handy, ob das noch alles passt mit dem blöden Weg. Ja, das passt super. Hier haben wir irgendeine Tafel ohne Inhalt. Da überlegen die Winzer noch, was man hier schreiben könnte. Vielleicht ist doch mal ein ganz guter Anhaltspunkt, das zu schreiben, was ich gerade erklärt habe. Ne? So ein bisschen erklären kann, was man hier so sieht. Ja, wunderbar. Wir legen fort. Wir fahren fort. Wir legen los, kann man sagen. Aber das passt nicht, weil wir schon unterwegs sind. Man legt am Anfang des Weges los und in der Mitte oder irgendwann mal zwischendrin fährt man fort. Also echt ein schöner Ausblick hier aufs Auerbacher Schloss. Ne? Und tatsächlich ein wenig schade, dass wir da heute nicht hochlaufen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie gut mir das gesundheitlich täte. Jetzt drehe ich mich gerade so ein bisschen um und wollte noch den Billy Bokus zeigen. Den kann man gerade überhaupt nicht sehen. Der Billy Bokus, der ist nämlich vielleicht sogar fast doppelt so hoch wie das Auerbacher Schloss. Das hier ist nicht der höchste Berg des Odenwalds, aber der höchste Berg an der Hessischen Bergstraße. So viel kann man schon mal sagen. Aber das ist ja jetzt auch keine so große Kunst. Und hier bekommen wir mal wieder die Bestätigung, Blütenweg. Die Tafel ist genauso wie die vorherige leer. Hier meditiert man noch über den richtigen Inhalt. Hier bekommen wir was zur Weinlagenwanderung erzählt. Wir haben sie doch eben mal verlassen. Wir scheinen sie wiedergefunden zu haben. Und was lesen wir jetzt hier? Jahresablauf im Weinberg 2. Nach Beendigung des Wachstums werden die Rebtriebe über dem Drahtrahmen eingekürzt. Ah, ich dachte, einige werden gekürzt. Dadurch wird die Traubenreife gefördert, die Weinberge trocknen besser ab und Infektionen durch Schadpilze wird vorgebeugt. Die aufwendigste, aber angenehmste Arbeit ist die Traubenlese. Die Mühe und Arbeit des ganzen Jahres belohnt. Müsste es nicht heißen, die Mühe und Arbeit des ganzen Jahres. Das ist merkwürdig, oder? Was ich hier sehr schade finde, ist, dass im Gegensatz zur vorherigen Tafel jetzt hier nicht mehr erklärt wird, in welchem Monat oder zeitlich das im Jahr passiert. Wir wollen doch wissen, wie nah sind wir jetzt dran. Schauen wir uns mal kurz den Wein an. Also hier wurde noch nichts geerntet. Ja, wie reif ist das hier schon? Allzu lange dauert es nicht mehr. Ne? Also ich meine, es ist noch nicht so, wie man es essen will. Das sieht man, glaube ich. Aber wir sind jetzt auch noch nicht zu weit davon entfernt, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt also Ende Juli zur Einordnung einen Winzer, der würde die Information nicht brauchen. Der würde einfach gucken, was ich da zeige und sagt mir auf die Sekunde genau, welchen Zeitpunkt und welches Datum wir heute haben. Der kennt seinen Weinstock und seine Reben.
aber ich bin ja kein Winzer. Und ja, vielleicht seid ihr ja Winzer, schreibt mir in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesen Tafeln? Ist das genau richtig, was ich da vorgelesen habe? Also stimmt das, was da drauf steht? Oder gibt es da was Wichtiges zu ergänzen oder zu korrigieren? Schreibt es in die Kommentare. Und wir laufen weiter am Blütenweg. Seht ihr? Da blüht doch was. Ah. Wir kommen nicht so gut voran heute, ne? Nicht, dass wir dann doch schon in Auerbach Schluss machen müssen, nicht aus gesundheitlichen, sondern aus zeitlichen Gründen. Das wäre natürlich schade. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz schön, das hier mal ein bisschen zu genießen. Blütenweg rechts, sagt dieser Pfahl. Schauen wir uns trotzdem mal kurz an, was uns links so begegnet. Hier geht so ein Weg schön nach oben. Sieht einladend aus. Hier ist so ein weißes X aufgemalt. Ich glaube, das hat jetzt keine Bedeutung. Ihr erinnert euch vielleicht in Ostholstein. Da hat dieses weiße X den E1 markiert, den europäischen Fernwanderweg. Den sind wir dort ja einen Abschnitt nach Neustadt gelaufen. Aber ich glaube, hier hat das keine Bedeutung. Auf jeden Fall nicht diese Bedeutung. Der E1 läuft nämlich nicht hier lang, aber nicht weit von hier. Also ich glaube, weniger als 5 Kilometer dürfte er entfernt sein. Jetzt geht es hier wieder bergab. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit meinen Knien. Dafür habe ich auch meine Stöcke, um hier ein bisschen zu entlasten. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? E1 haben wir gerade kurz angerissen. Schaut euch gerne das Video dazu an. Da waren wir also in Schleswig-Holstein im Kreis Ostholstein und sind dort ein Stückchen den E1 gelaufen bis nach Neustadt. Es hat Spaß gemacht. Sah dort ein bisschen anders aus als hier. Ist ja auch eine andere Region Deutschlands. Genau. Hier in der Nähe läuft der E1 auch an lang. Der läuft ja wirklich nicht nur durch ganz Deutschland, der läuft von Norden nach Süden durch Europa durch. Startet beim Nordkap und endet irgendwo in Sizilien, also wirklich den nördlichsten Punkt Europas. Zumindest den nördlichsten vom Festland aus erreichbaren Punkt bis runter nach Sizilien. Also das ist wirklich eine krasse Tour. Von 8000 Kilometern liest man da manchmal im Internet. So genau ist das gar nicht bekannt, wie lang der ist. Ja. Und der wird eben in Schleswig-Holstein durch so ein weißes X markiert. Hier wir sind gerade in Hessen, im Odenwald, da hat man eine etwas schönere Markierung. Das haben wir auch schon manchmal gesehen. Da waren wir zum Beispiel auf der Juhö, da haben wir das gesehen. Juhö gehört ja zu Möhrenbach und damit auch zu Hessen. Ja. So, was sehen wir hier? Steingeröll nach links, Zwingenberg nach rechts. Aha, Zwingenberg nach rechts. Wir kommen noch von links und kommen von Zwingenberg und dachte, es geht jetzt nach Auerbach. Was heißt das hier? Das wird mal heißen. Ah, Moment, wir können den Weinleerpfad, können wir auch noch mal ein bisschen was lesen vom Weinberg zum Verbraucher. Oder vielleicht machen wir den einfach mal unabhängig. Dann wäre es ja Quatsch, dass ich das jetzt alles vorlese. Die Zwingenberger, aber gut, jetzt sind wir dabei, lesen wir mal vor. Die Zwingenberger Weinberge werden von mehreren selbstständigen Winzern und einer großen Zahl von Nebenerwerbswinzern bewirtschaftet. Zum Teil werden die Weine selbst ausgebaut oder die Trauben an die Bergsträßer Winzer EG abgeliefert. Der Absatz der Zwingenberger Weine bereitet keine Probleme, da die Nachfrage groß und die Mengen gering sind. Oh, schade, dass die Mengen so gering sind. Also ist hier, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. In den Weinstuben und Gaststätten erfreut sich der Zwingenberger, warum denn hier in Anführungsstrichen, bei Wanderern. Ach so, der Zwingenberger, weil hier nicht der Bürger Zwingenberg, sondern der Wein gemeint ist, bei Wanderern und anderen Gästen größter Beliebtheit. Größter, hier sogar superlativ. Also ob das der Realität entspricht, wage ich zu bezweifeln. Das hieß ja, dass es nichts gibt, was sich größerer Beliebtheit erfreut. Also das zweifle ich an. Aber dass man diesen Wein hier gerne trinkt,
Das kann ich mir gut vorstellen. Das zweifle ich nicht an. Ja, mache ich hier also mal ein bisschen Werbung für diesen Wein. Wenn man hier mal Urlaub macht, was man hier wirklich super gut machen kann, dann ist auch ein willkommenes Mitbringsel nach Hause, wenn man den Liebsten noch was mitbringen will aus dem Urlaub, hier so eine Flasche Wein oder zwei oder drei oder vier zu kaufen. Ne? So, jetzt geht der Blütenweg hier nach links. Also ich muss sagen, der Blütenweg ist nach wie vor sehr, sehr gut ausgeschildert. Das ist uns ja schon beim letzten Mal aufgefallen. Und auch mal wieder die Weinladenwanderung hier ausgeschildert. Also wenn die so gut ausgeschildert ist, können wir die hier auch mal laufen. Auch ohne GPS-Track meine ich. Ich habe hier angefragt und keine Antwort bekommen. Übrigens, eine Sache, die ich... Schaut euch ruhig nochmal ganz den Anfang des ersten Blütenweg-Videos an. Da sieht man nämlich dieses Plakat in Darmstadt-Eberstadt. Und da ist mir jetzt zu Hause aufgefallen, als ich mir das nochmal anguckte. Das. Okay, hier die Markierung, wir gehen nach links. Da ist mir zu Hause aufgefallen, dass da unten links noch so ein kleiner Hinweis angeschraubt war, der ursprünglich nicht auf dem Plakat zu lesen war, nämlich so ein Hinweis, dass sich die Wegführung geändert hat an all die quasi schon früher mal gelaufen sind. Das haben wir ja auch gemerkt. Ich habe da verschiedene Versionen dabei gehabt. Und das, was jetzt hier die Bergstraße von sich gibt im Touristenbereich, ist falsch. Das scheint noch die alte Führung zu sein. Mir ist nicht ganz klar, wie alt diese Umgestaltung ist. Das Schild sieht jetzt schon ein bisschen wieder heruntergekommen aus. Also dieser Zusatz, dass es neu sei, der kann auch schon ein paar Jahre alt sein. Und die haben es bislang nicht geschafft, das anzupassen auf ihrer Webseite. Während der Odenwald-Club, der hat den Anfang halbwegs korrekt drin. Ja? Also mit dem GPS-Track bin ich dann gelaufen und der stimmte so einigermaßen, während der von der Bergstraße totaler Murks ist da am Anfang. Ja? Also die Touristenseite, also das von der Bergstraße. Das ist die Seite, die von Touristen viel mehr aufgerufen wird. Und die verkündet einfach Blödsinn. Also das ist nicht so gut. Während die Seite vom Odenwald-Club, die ist ein bisschen versteckter, glaube ich. Die hat nicht so viele Aufrufe, die sieht auch wesentlich unprofessioneller aus. Also vom optischen Erscheinungsbild würde man der viel weniger trauen als der Bergstraßenseite, obwohl die Seite des Odenwald-Clubs die bessere Informationen dort hat in dem Fall. Haben wir da gerade was vom Nibelungensteig gelesen? Der sollte aber nicht hier lang führen, oder? Ist das nur wieder ein Zubringer? Was haben wir hier? Aha, hier sehen wir mal wieder eine 1. Es gibt also irgendeinen Rundwanderweg, den wir hier haben.
Hallo. Schauen wir mal kurz. Okay. Es geht jetzt also für uns hier geradeaus weiter. Hang betreten verboten, Einsturzgefahr. Wissen das auch die Tiere, frage ich mich. Es reicht ja nicht, dass die Menschen sich daran halten. Eltern haften für ihre Kinder und wer haftet für die Tiere? Der Förster oder wie? So, auf der, was wollte ich sagen, so aktuell habe ich jetzt schon eine ganze Weile kein B mehr gesehen, Blütenweg, vielleicht habe ich es aber auch übersehen und wir sehen mal wieder das wunderschöne Auerbacher Schloss. Genießen wir vielleicht den Anblick. 5 Sekunden. Hier, okay, hier sehe ich sowohl das B als auch diese 1. Wir sind hier also auf irgendeinem Rundweg 1 unterwegs. Ein Rundweg, den wir vielleicht in Zukunft auch mal für sich ablaufen. So, hier geht's weiter. Wir sehen wieder das B. Wo auch sonst. Es tut gut, immer wieder so eine Bestätigung zu bekommen, auch an Stellen, an denen man eigentlich zwangsläufig landet, wenn man da weiterläuft. Ich begrüße das. Man kann das nicht oft genug an den Weg anbringen, sage ich mal. Etwas überspitzt ausgedrückt. Meine ich natürlich nicht wortwörtlich wahr. Also jeden Zentimeter an B, das fände ich dann schon verunstaltend. Das wäre zu oft. Ob das wieder eine Tafel, die Bezug auf die Weinlagenwanderung nimmt, ist? Die sind immer so weiß, ne? Also irgendwie erkennt man diese Weinlagenwanderungstafeln schon am optischen Erscheinungsbild, ohne die Frontseite gesehen zu haben. Und ich habe recht, diese Tafel erklärt uns wieder was zur Weinlagenwanderung. Da sieht man die auch gut. Machen wir vielleicht mal wieder ein kleines Foto. Und marschieren mal weiter den Blütenweg entlang. Auch hier haben wir einen schönen Ausblick und man sieht wieder die A5. Ja? Ich sehe da immer mal die Autos und die Lastwagen. Nicht immer mal, die ganze Zeit sehe ich das vorbeifahren. An den Stellen, wo die Bäume ein bisschen lichter sind.
Ja, und sieht auch ganz hinten so noch die Berge des Pfälzer Waldes. Und hier, ich glaube, sieht man hier diese blaue Frau da vorne. Die hat uns eben überholt, ne, als wir da mal innehalteten, hielten, halteten. Kannst nicht mehr reden hier. Die war mit ganz gutem Tempo da unterwegs. Und die hat uns schon eine ganze Weile verfolgt und dann habe ich absichtlich mal ein bisschen Pause gemacht. Hat sich ein bisschen komisch angefühlt, wenn ich da immer mit euch spreche und dann läuft direkt einer hinter mir. Aber ich denke mal, hier geht's weiter, oder? Ja, hier sehe ich wieder ein B. Gibt mir das jetzt einen Hinweis, ob wir nach links oder rechts sollen? Weil kein Pfeil nach rechts steht, gehe ich mal davon aus, dass wir nach links laufen sollen. Zur Sicherheit eben gerade einen Blick aufs Handy getätigt. Das bestätigt, dass wir hier richtig sind. Nochmal kurz der wunderschöne Blick aufs Auerbacher Schloss. Machen wir da vielleicht auch noch ein Foto. Kann man nicht oft genug fotografieren. Oder? Seht ihr das anders? Ja, und wir sind immer noch auf der, sage ich mal, nördlichen Seite vom Auerbacher Schloss. Das heißt, wir haben es noch nicht mal nach Auerbach richtig geschafft. Ja, sonst wären wir ja so vielleicht mittig oder ein bisschen südlich. Wir sehen es aber immer noch so, ne, von schräg nördlich. Ich hoffe doch, ihr seht das, oder? Es ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann am Computer feststelle, dass ich euch irgendwas zeigen wollte und der Bildausschnitt so gewählt war, dass ihr es nicht sehen konntet. Ich kann das halt immer nur so ein bisschen abschätzen, was die Kamera tatsächlich zeigt. Ich sehe das dann erst zu Hause, das tatsächliche Bild. Man muss es hier vor Ort abschätzen. Blütenweg, super. Okay, hier kann es nicht hochgehen. Also laufen wir mal weiter. Weingut Simon Bürkle Zwingenberg, also eine Wiesenpromenade 13. Wir sind hier tatsächlich wohl noch bei Zwingenberg. Hier habe ich gerade ein Auto gehört, das recht schnell unterwegs war. Das spricht dafür, dass wir hier irgendeine Schnellstraße haben. Also nicht, also was heißt Schnellstraße? So schnell muss es auch nicht sein, aber so 50 km/h. Das hat sich schon angehört. Sind wir mal gespannt, was uns da gleich begegnet. Wieder die Blütenwegmarkierung. Bin mal gespannt, was wir auf der anderen Seite erkennen. Landwirtschaftlicher Verkehr frei. Also wenn ich hier mit dem Traktor rein will, weil ich irgendwie den Weinberg traktieren möchte, dann darf ich das. Aber wenn ich jetzt hier einfach nur zum Spaß. Ah ja. Ah, cool. Hier haben wir also einen Wanderparkplatz entdeckt und sehen tatsächlich hier so eine Straße, da wird das eben gewesen sein. Hier sehen wir auch Route 1, 2, 4.
Hier hat jemand, sind das Hundehäufchen? Das sieht ja aus. Also hier, ja, wollen wir mal ein guter Mensch sein und ein paar einpacken in den Rucksack und woanders entsorgen? Nee, so gut sind wir dann doch nicht, oder? Wer würde das von euch machen? In seinen Wanderrucksack, wo er sein Essen hat, so ein paar von den Häufchen einpacken und entsorgen? Schreibt es mir in die Kommentare. Also, wir sind hier Parkplatz am Höllberg. Und hier gibt es 1, 2 und 4 als Rundweg. Och, 1 ist nur 2,2 Kilometer, das ist ja gar nichts. Ja, warum nicht? Notgotteskapelle gibt es auch noch einen Parkplatz. Auerbacher Schloss gibt es auch einen Parkplatz. Und eben hier am Höllberg. Ja. Vielleicht sehen wir uns hier mal wieder und laufen die drei Wege. Kann man von deren Länge, wenn ich das so mir anschaue, auch am Stück laufen. Das ist so ein bisschen falsch, was hier steht. Ach, das ist noch so ein ganz altes Ding, ja, ja. Also hier steht, der Blütenweg, den wir ja gerade laufen, ist der HW3, das ist korrekt. Und jetzt sieht man hier den Burgenweg. Das ist der Vorgänger des Burgensteigs. Den Burgenweg gibt es gar nicht mehr. Und der war wohl HW5. Der Burgensteig hat eine andere Nummer. Irgendwas mit 70, glaube ich. Lege ich mich jetzt nicht fest. Wenn ich raten müsste, würde ich 76 sagen. Aber wie gesagt, da bin ich nicht sicher, ob das stimmt. Das heißt, das Plakat ist so alt, da gab es noch den Burgenweg statt den Burgensteig. Der Burgensteig ist ja, die Neuentwicklung des Burgenwegs. Der hat einige interessantere Streckenabschnitte, der ist auch länger, ich glaube, der ist auch anspruchsvoller. Ja, den Burgenweg hat man abgeschafft. Gut, ist noch nicht zu lange her. Das ist, glaube ich, in den 2010ern passiert, also irgendwie vielleicht 15 oder sowas in der Art. Das heißt, diese Wandertafel hier. Die muss jetzt nicht uralt sein, ja. Wenn die 10 Jahre alt ist, dann waren damals die Informationen wohl noch korrekt. So, hier wird diese Straße gewesen sein, auf der ich gerade das Auto gehört habe. Von der ich meinte, da kann man hier auch 50 km/h fahren. Da vorne sehen wir jetzt, darf man nur noch 30. Jetzt gucke ich mal auf mein Handy, was mir das sagt bezüglich des Weges. Ah ja, jetzt geht es hier rechts runter. Wir laufen trotzdem noch mal hier kurz zu dem Wegweiser. Ja, und die Markierung sagt uns dasselbe. Oben sind wir Schloss Auerbach. Burg. Kann man das hier erkennen? Burgschenkel. Öffnungszeiten. April bis September. Okay. Gut, dann laufen wir jetzt also hier runter. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, dass wir jetzt hier an so einer Straße langlaufen. Was meint ihr? Eben gerade haben wir das Schild mit 30 gesehen. Oder laufen wir jetzt hier hoch? Das würde mir gefallen, aber was sagt mein Handy? Mein Handy sagt nein, danke. Laufen hier weiter runter. Also was meint ihr? Darf man hier noch 50 fahren und dann erst ab da vorne 30? Wo mit Gegenverkehr zu rechnen ist? Das halte ich ehrlich gesagt für eine plausible Theorie. So. Eigentlich sagt man ja, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links. Auf der anderen Seite ist ja hier so ein bisschen was wie ein Gehweg. Von daher bin ich hin und her gerissen. Gerade in so einer engen Kurve finde ich es besser, hier rechts zu laufen, weil dann sieht man mich früher. So.
Jetzt wechsle ich doch mal wieder die Straßenseite, weil ich sehr hoffe, und es sieht danach aus, dass der Blütenwechsel hier von der Straße trennt. Ja, so ist es wohl. Parallel mit der 2- und der Weinlagenwanderung. Schauen wir kurz, was mein Akku sagt. Wie viel haben wir noch? 47%, das ist ziemlich gut. Wir könnten also ungefähr, wenn man der Linearität der Prozentanzeige glaubt, noch mal so lang, wie wir schon unterwegs sind, aber de facto wird es nicht so sein. Ja, jetzt wird das, was wir hier sehen, vermute ich mal stark, also diese Häuser hier, dass die jetzt zu Bensheim-Auerbach und damit zu Bensheim gehören und nicht mehr zu Zwingenberg. Zwingenberg ist ja eigenständige Stadt, Bensheim auch. Bei Schnee oder Eislitte Durchgang verboten. Was ist damit gemeint? Dieser kleine Durchgang hier ist verboten. Eieiei. Der Zwingenberg ist die älteste Stadt an der Bergstraße, sagt man. Und ich glaube, habe ich das beim letzten Mal schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt auf jeden Fall mal, dass Zwingenberg entlang des Blütenwegs die erste eigenständige Instanz war. Ja, wir haben ja in Eberstadt angefangen, das gehört zu Darmstadt. Und dann kam einiges, was zu Seeheim und Jugendheim gehörte. Drei Ortschaften, Malchen, Seeheim und Jugendheim. Dann ging es mit Alsbach weiter, das zu Alsbach-Hähnlein gehört. Und dann kam Zwingenberg, was selbstständig ist. Ja, jetzt kommen wir gerade nach Auerbach, das gehört zu Bensheim. Und dann kommen wir nach Bensheim. Das heißt, dann hätten wir wieder was Selbstständiges. Dann käme Heppenheim auch wieder selbstständig. Dann käme Laudenbach auch selbstständig. Hemsbach auch selbstständig. Sulzbach gehört dann zu Weinheim, also nicht selbstständig. Weinheim ist wieder selbstständig. Also dann kommt einiges Selbstständige. Ja, hier wieder so ein Zubringer, ne? Also dieser Nibelungensteig. Wir haben ja den ganz am Anfang unserer heutigen Tour haben wir ja den Start des Nibelungensteigs gesehen. Und der geht ja dann Richtung Osten weg. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dem Nibelungensteig selbst irgendwie nochmal begegnen auf diesem Blütenweg. Nur diesen Zubringern. Der ist so geil wohl, dieser Nibelungensteig, dass man versucht, von überall hier aus der Umgebung einen Zubringer zu schaffen. Also das muss ein Wanderweg erstmal hinbekommen. Ja, das wird jetzt hier Auerbach sein, obwohl wir hier ein Darmstädter Kennzeichen sehen und hier das MOS. Das sieht auch nicht. Ist das Moosbach? Keine Ahnung. Könnte man ja mal googeln. MR. Was haben wir hier alles für merkwürdige Kennzeichen? Hier erst HP, das passt. Guten Morgen. Ja, am Kennzeichen kann man jetzt aber natürlich nicht unterscheiden. Huch, was haben wir denn hier rausgeschmissen? Ist das ein Grill? Nee, das ist ein Grill. Das wird von einem Motorrad oder sowas der Kofferraum sein. Ja, was wollte ich gerade erzählen? Ja, am Kennzeichen wird man jetzt nicht den Unterschied zwischen Zwingenberg und Bensheim-Auerbach erkennen können, weil das gehört beides zum Kreis Bergstraße mit Kreisstadt Heppenheim. Deswegen haben die alle HP. Ja.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz nett, dass man ab und zu sich auch nochmal von diesen Weinbergen verabschiedet und man hier so ein bisschen durch einen Ort oder durch eine Stadt läuft. Auch wenn es hier mehr nach einem Dorf aussieht, hier mit Auerbach muss man ja Stadt sagen, weil es zu Bensheim gehört und das eine Stadt ist. Kurz mal hier, Mierendorfstraße, Blütenweg, rechts, links. Friedrich-Ebert-Straße. Sieht hier doch alles. Sieht eher gehoben aus, die Gebäude hier. Ne? Sieht eher so aus, als würden hier die reicheren Menschen wohnen in St. Auerbach. Ne? Zeichen DÜW. Hier hat man sich vertan, hat man die 22 um 90 Grad verdreht eingemeißelt. Das sollte eigentlich andersrum reingeflanscht werden. Hier, Familie Becker, die haben sich hier ein bisschen verkünstelt. Würde man doch seine Witze machen dürfen hier, oder? Jetzt haben wir hier die Müllabfuhr, ja? Sollte man nicht glauben, ne? Dass in so einem noblen Viertel Müll eine Rolle spielt. Reiche Menschen, die machen doch keinen Müll, oder? Da ist doch immer alles tippitoppi. Kurbereich. Hier mal kurz einen Moment zu. Das fand ich als Kind auch immer spannend. Das scheint hier so Plastikmüll zu sein. Der wird hier im Kreis Bergstraße in Tüten gesammelt. Da haben wir ja in Oberlaudenbach auch so ein bisschen drüber geredet, dass da zwei verschiedene Müllabfuhren kommen und die haben auch verschiedenes Müllsystem. Ja, in Oberlaudenbach, da gab es ja quasi diese eine Straße. Aha, jetzt doch eine Tonne. Interessant. Also da gab es ja diese eine Straße, die zur Hälfte zum Kreis Bergstraße und zur anderen Hälfte zum Rhein-Neckar-Kreis gehörte. Also zur Hälfte Hessen, zur Hälfte Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg ist ein anderes Müllsystem. Da gibt es die sogenannte grüne Tonne. Da kommt sowohl Papier als auch Plastik rein. Während hier in Hessen gibt es diesen Plastiksack oder diese gelbe Tonne, wie ich gerade sehe. Und da macht man das also ein bisschen anders. Oh, hier sehe ich. Könnten wir uns auch mal kurz nach oben begeben. Was haben wir hier? Zur Erinnerung an Otto Sanner. Ja, ich hätte jetzt mich ohne die Erinnerung tatsächlich gerade nicht erinnert, muss ich gestehen. 1900 bis 1980 Kur- und Verkehrsverein Auerbach. Gehen wir hier mal kurz hoch und erinnern uns an den Otto. Bänke, ne? Die sind doch typisch Auerbach. Na, was können wir hier für einen Ausblick genießen? Oh yeah.
Genug der Erinnerung. Und zurück zum Blütenweg. Also man muss ja auch die Attraktion, die man am Wegesrand aufgreifen kann, die muss man ja auch mitnehmen, das ist ja klar. Dann gehen wir mal weiter. Hier wieder Schatten. Und vielleicht ein guter Punkt, mal einen Schluck zu trinken, oder? Ich habe das eigentlich so gemacht, dass ich den Rucksack nicht abziehen muss. Ja. Laufen wir hier mal weiter. Rechts konnte ich wieder die Markierung B erkennen. Wir sind also noch richtig. Dr. Hans Blechner. Und hier Nummer 15. War das die Mierendorfstraße? Ja, vorhin sowas gesehen. Wenn sich das nicht geändert hat, sollte das hier noch die Mierendorfstraße sein. Vielleicht bekommen wir gleich noch mal eine Erinnerung. Jetzt hörst du hier gerade so ein bisschen Tuten. Das ist dieses typische Tuten von Müllabfuhrwagen, wenn sie rückwärts fahren. Damit jeder weiß, wenn hier was passiert und das Müllauto irgendwas rammt, dann ist nicht das Müllauto schuld, weil es tutet ja, jeder andere hat auszuweichen. Die parkenden Autos und was weiß ich nicht alles. Und so langsam müsste ich mir auch die Frage stellen, mache ich Schluss und gehe zum Bensheim-Auerbacher Bahnhof oder hänge ich noch eine Station dran und laufe nach Bensheim. Ja, Mierendorfstraße hier, nochmal die Bestätigung, also das war, habe ich mir korrekt gemerkt. Ja, ich finde das ganz schön, mal hier so ein bisschen recht weit oben, aber durch den Ort Auerbach zu laufen. Den Ort, sage ich. Na, was ist das? Ist das eine tote Maus hier? Ich will die nicht gerne mit meinem Stock berühren. Hier ist kein Hundeklo. Ach so, sonst hätte ich mir das so gedacht, ne? Doch eigentlich so angerichtet hier wie ein Hundeklo, oder? Also wenn das Schild hier nicht gestanden hätte, hätte ich gedacht, das ist hier ein großes Hundeklo. Nee, also
Über die Opfer des Zweiten Weltkriegs wollen wir keine Witze machen. Von daher nehme ich das hier mal zurück, was ich gerade gesagt habe. Also es ist hier eine Gedenkstätte für einige, die wahrscheinlich Auerbacher, die im Zweiten Weltkrieg leben lassen mussten. 1939 bis 1945 steht hier oben drüber. Und hier haben wir auf der anderen Seite immer Tafeln. Mit, das sind wohl die Geburtsdaten, ne? Sieht man 18, 19. Ja, also die, wenn hier hinten eine 19 steht, ne, dann sind die 39, 20 geworden. In der 18 steht, sind sie 21 geworden. Die waren hier, haben wir die noch etwas älteren, aber trotzdem jungen. Soll das die Geburt? Ja, dann gehen wir mal wieder weiter. Schauen uns noch mal kurz die gesamte Gedenkstätte an. Ja, diese Menschen, die so 18, 19, 20 geboren sind und ihr Leben im Zweiten Weltkrieg gelassen haben, werden inzwischen schon über 100 Jahre alt. Würde inzwischen natürlich dann aller Voraussicht nach auch nicht mehr leben. Hier haben wir einige schöne Rundgänge. Das sieht ja interessant aus. Auch der Alemannenweg. Das ist dieses A. Ja, das ist auch einer. Und der Burgensteig. Da haben wir ihn wieder. Das ist, sind beides zwei der vier Qualitätswanderwege. Des Odenwald-Clubs. Nibelungensteig ist auch noch einer. Und dann gibt es noch den Neckarsteig. Das sind die vier. Und recht interessant, wie drei von den vieren hier ganz nah beisammen sind. Jahnstraße. Wir sind doch hier noch richtig, oder? Moment, hier können wir es auch gucken. Ja, Blütenweg geht jetzt hier nach links. Was begegnet uns hier? Eine wunderschöne Kirche. Wobei das hier vorne noch nicht die Kirche ist. Das sah eben so ein bisschen so aus, ne? Als sei das so hier das Schiff
der Kirche und der Turm dahinter, aber nee, das war eine optische Täuschung, auf die ich da reingefallen bin. Soll es geben. So, jetzt bin ich gespannt, wo es für uns weiter weg geht. Und wir bekommen hier richtig viel Material für den Kanal, muss ich mal sagen, ne? Was wir hier alles mal laufen könnten. Den A1, den L2, den A, den B, den Bogensteig, den B machen wir ja gerade den Blütenweg. Okay, wir laufen jetzt also noch ein Stück weiter parallel mit dem, sowohl mit dem Bogensteig als auch mit dem Allemannweg. Sieben Kilometer. Aha. Ich glaube nicht, dass das 7 Kilometer lang ist. Ein bisschen dumm, ne? Das ist natürlich nicht eine Strecke gemeint, sondern es ist hier von ein Tempo soll hier angegeben sein, aber dafür steht hier einfach mal die falsche Einheit. Es sollten 7 Kilometer pro Stunde sein. Also ich, wenn man schon eine Einheit hinten dran schreibt, dann bitte auch die richtige Kilometer pro Stunde. Also km/h. Es ist peinlich, hier einfach 7 Kilometer hinzuschreiben. Jetzt geht es also hier links. Hinten sehen wir jetzt eine Kirche. Ja, also dieses kleine Stückchen, da laufen wohl diese ganzen großen Wege zusammen. Ja, wenn man jetzt hier lang läuft und dem Bogensteig folgte, dann kommt man jetzt wohl wieder zurück vom Auerbacher Schloss. Nehme ich mal an. Ich glaube, das ist, liegt dann schon hinter einem. Ist man hier wieder runtergekommen. Da will jemand vorbei. Lassen wir ihn mal gucken. Auch hier so eine ganz vergilbt, wollte ich gerade sagen, aber es ist irgendwie anders heruntergekommen. Weinlagenwanderung. Kappengasse kreuzen wir hier. Und ja, jetzt sagen wir Tschüss zu all den Wegen. Ne? Alle wollen sie nach links, außer der Blütenweg. Der möchte geradeaus weiter, wenn ich das hier richtig interpretiere. Also der Bogensteig möchte wieder hoch den Berg. Der Blütenweg sagt, oh, hier ist übrigens die Dorfmühle. Da kann man, glaube ich, ziemlich gut essen. Und wir gehen... Ach, jetzt haben wir hier wieder so einen Wegweiser. Wisst ihr was? Den schauen wir uns an und das ist, glaube ich, der ein guter Moment, den Akku zu wechseln oder vielleicht auch komplett für mich jetzt aufzuhören für heute. Das kann ich ja einfach in der Pause, die ich mir jetzt mache, entscheiden. Also was sehen wir hier alles? Lassen wir es mal auf uns wirken. Aha, und hier ist auch der E8. Ich habe ja eben vom E1 gesprochen. Der E1 ist ja hier
einer der europäischen Fernwanderwege und E8 ist auch einer. Und der E8 läuft tatsächlich hier lang, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, dann entweder bis gleich oder bis bald.